So, wo sind wir denn nun gelandet? Okay, dann. Ja, genau. Mal schauen, was er jetzt hat. Scheint ein Garten zu sein. Hey, Richard. Bet you can't catch me. What? Hey, wait up! Na, Richard etwas größer geworden. Huch, wo läuft er denn hin? Okay. Seine Love Interest? Come on, Richard. My arms are getting tired. Almost done. Okay, ich kann nichts mehr machen. Okay, da hat er sich wohl ein bisschen in das Mädel verguckt. Minimaler Irrgarten. Come on, Slowpoke. Okay, minimal mehr. Oh, ich hasse es. Jetzt habe ich wieder Schiss, dass ich irgendwas verpasse. An irgendwelchen Hinweisen und kleinen Geschichtchen. Hier. I'll try to bring more tomorrow. Thank you, Richard. I can't tell you how much this means to me. Okay, dem Mädchen scheint es nicht ganz so gut gegangen zu sein. Lass mich raten, hier kommen wir wieder zurück. Where'd you go? Ich muss mal gucken, ich habe Angst, was zu verpassen. Ja, genau, okay, alles klar. Alle Wege führen zur Bugbank. Okay, wir könnten jetzt hier geradeaus oder nach rechtens. Ach, Facco mio. Rose? Rose! Over here! Wir werden hier nie wieder rauskommen. Nie. I was afraid you'd get lost in there. Okay. Me? I've been waiting here for ages. I was starting to get bored waiting for you. Hey! Ich weiß, da hinten geht's weiter. Ich würde gern. Sorry, ich muss gucken, ob da noch irgendwas liegt an Zettelchen oder kleine Hinweise. Da war die Bank. Da geht's auch nochmal gerade. Geht's ja nochmal geradeaus? Stopp, nochmal zurück. Ja, auch nochmal. Guck mal an. This way, silly. Na, guck mal an. Hallo? But what is it? It's something very important. Promise me, you'll keep it safe. Ja, aber was ist es denn? Ach Mann. Echt? Kann man nicht angucken? Keine Chance? Kein bisschen? Schade. Na gut, der Irrgarten hat sich jetzt nur als ja, hier geht's auch nicht weiter. Oh, Schild geht auch noch. Ja, also jetzt der Monster-Irrgarten war das jetzt nicht. Aber dennoch schön. Also ich finde ja Irrgarten toll. Gut, dann schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Ist ja ein riesen Babylon. Hey,
You see that? A storm's coming. It's a big one. We should probably go. Same spot tomorrow? I'll be there. Cute, Richard. Real cute. So, where do we go from here? Okay. Das waren aber zumindest für ihn glücklichere Erinnerungen. Ich habe jetzt nichts Verwerfliches gesehen, bis auf dieses ominöse Geheimnis, dieses eingewickelte Papier, Brief, vielleicht ein Liebesbrief? Nein. Er sollte ja drauf aufpassen. Ach, jetzt ist das hier offen. Das war vorhin nicht offen. Mom, who is he? He's someone who can take care of us. But I can take care of you. I promised Dad I'd protect you. I know, honey. And he would be so proud of you. But sometimes, a brave heart is just not enough. Okay, was ist dann passiert? Hey, come here. I need you to do something for me. Das ist der neue Daddy. Ich kann da nichts anklicken, ne? I said, come here. Ich komme ja schon. I need you to bring me that thing. You know which one. Yeah, real specific. Vor allen Dingen, wie der Gürtel über dem Stuhl lehnt. Er scheint nicht gegeizt zu haben. Ja, super, jetzt muss ich wissen, was der jetzt meint, ne? Pass mal auf, wir nehmen mal das Kästchen. Oder? Schmuckschatulle. Kann ich da irgendwas angucken? Nee. Da ist doch noch was. Da wabert noch was. Hurry up! I need it. Useless. Just like. Da war noch was. Ach, kann ich jetzt das andere? Habe ich zufällig das richtig erwischt? Ja, natürlich. Na toll. Das ist jetzt ärgerlich. Hey! You put that down, you little thief! You hear me? Stupid little brat. Ah, okay, ich konnte nicht mehreres einsammeln. Alles klar, ich leg's zurück. Habe ich das jetzt noch im Inventar? Nein. Ah, die Pfeife. Hatten wir die nicht vorhin auch schon gesehen? I'll smoke when I feel like smoking. Real man chooses tobacco anyhow. Real fucking charmer, that one. Okay, war wohl auch falsch. Dann bleibt ja. Bleibt ja nur noch das. Das ist wohl falsch. Das ist sowas von falsch. I'll teach you some respect. Alter! Der Stuhl ist kaputt.
Ja, und jetzt? Was willst denn du? Oh oh. Ja, hab ich doch. Aber da passiert nichts. Dem Tentakelmonster ist das sowas von völlig egal. Der ist schutzschildresistent. Okay, da komme ich auch nicht durch. Also ich muss hier irgendwas machen. Ach so. Say that! Or I'll cut you again! Ungrateful little fuck! Get the hell away from me! Gladly. Okay. Also gut, die Mutter hat jemand anderes kennengelernt. Oh no. No! No! Mommy! Hold on, Mommy! I'm coming! Okay. Okay, alles ging bergab nach Verlassen des Vaters. Kommen wir jetzt im Geheimen. Ich traue mich nie was zu sagen, weil die immer gleich rumschreien. Schauen, ob wir jetzt im Geheimnis auf die Spur kommen. I'm sorry. It's all right, Rose. We can finish some other time. Okay, die haben einen guten Sprung nach vorne gemacht vom Alter her. Pubertät? 15, 16? Richard, where are you? Hello? Richard, come out! Moment. I'm
sorry. That's all I could bring. That's all right, Richard. It's more than enough. Ich wäre noch nicht aus dem Mädel schlau. Wer ist das Mädchen? Oh. Don't worry. I'll keep you safe. I'll keep you safe. Ist das eine Kette? Hundemarken? Was ist nicht lustig? Richard! Here you are. Oh, hey. I waited for you by the maze. I was afraid something happened to you. I'm fine. I felt like being alone. Sure you're all right? I said I'm fine! Hey, if something happened, you can tell me. Just let me... Get the hell away from me! Mm-hmm. Okay. Okay, Richard. I get the picture. Doesn't change a goddamn thing. Ich wollte gerade sagen, du verstehst es? Dann klär mich mal kurz auf. Okay. Na dann zur nächsten üblen Erinnerung. Mommy? What's going on? Shh, listen to me, Richard. Listen to my every word. Some men will come to our house tonight. But why? What do they want? Shh, it's okay. I told them to come. Dieser Scheißtrick immer. The hell is this? No! Stay away from me! Stay back! Get away from me, you bastards! No! No! Let go of me! No, please don't! Okay. Jetzt hat sich die Mutterhilfe gesucht und die haben wohl den Typen, sagen wir, vorsichtig erstmal mitgenommen. Any son of Poland who collaborates with the oppressor. Okay. Who steals from, denounces, or otherwise acts against his compatriots. Das erste Haus auf der linken Seite, direkt am Fluss, mit dem alten Kirschbaum davor. Sie verstecken sie in der Speisekammer unter den Bodenbrettern. Sie lassen sie manchmal heraus, damit sie sich die Beine vertreten können. Meistens später am Tag. Einige von ihnen gehen manchmal sogar nach draußen. Wahrscheinlich um Nahrung zu suchen. Am besten kommst du nachts. Oh nein. Wir sind nicht im Zweiten Weltkrieg, oder? Und hat nichts mit Judenverfolgung zu tun. Dann ist der Vater nicht zum Militär, um zu dienen. Oh, Scheiße.
Apropos, wie komme ich denn jetzt an das Feuer? Ich brauche Feuer. Okay. Das Feuer muss hier irgendwo existieren. Ist hier noch irgendwas? Ach, da ist noch was. Commits an unforgivable crime against the motherland. Ach, Mensch. I shall be swiftly punished. Couldn't have happened to a nicer guy. Ich verstehe nur ein was noch nicht. Hat die Mutter jetzt ihren This is getting tedious. Hat die Mutter jetzt den Schlägertypi ihren neuen Lover da verraten? Weil er die die Flüchtenden verraten hat. Und hat sie dann Leute quasi engagiert, die ihn dann meucheln? Ist das jetzt richtig so? I'm sorry. Ja, warte mal. Nerv mich nicht. Oh oh. Jetzt will ich natürlich unbedingt diesen Briefkuvert finden. Ah, ich hab vergessen. Falscher Knopf. Entschuldigung. Ach, das ist das Essen. Ja, genau. Ja, ich hab's mir fast gedacht. Oh Mensch. Das heißt, dann hat ihr Vater, also sein Ziehvater, die verraten. Ich hab doch gedrückt. Ach, ja, soll vielleicht auch den richtigen Knopf drücken. Nix da. Bin unbesiegbar. Ach, wenn ich im richtigen Moment drücke, dann gehen die Dinger auch kaputt. Ach, jetzt schnalle ich das. Jetzt, nachdem ich wahrscheinlich nichts mehr brauche. Ja. Ja, so geht das. Okay, fast. Ach so. Gross. No, no, no. Please wake up. Wake up. She's gone! Ich laufe hier die ganze Zeit irgendwie falsch.
Und da geht's auch nicht lang. Jetzt haben wir mich verirrt. Oder? Jetzt ändert sich auch die Kamera nicht mehr. Nee, das ist jetzt anders. Ah ja. Okay. Ja, was soll man dazu sagen? Das war die... You took her from me. Eine der dunklen Zeiten. Eine der sehr dunklen Zeiten. In der Geschichte. Ja, gut ist jetzt aber. Halt, da waren wir doch schon. Jetzt im Kreis gelaufen? Geht's da noch weiter? Okay. Ich habe mich offiziell verlaufen. Da waren wir schon. Ach, da geht's jetzt weiter. Ja. Da geht's jetzt weiter, okay. Hinweg, ihr. Na, okay, du darfst. Nee, du darfst nicht. So. Tentakeliges Tentakelmonster. Ah, jetzt sind wir da. This is it. What is that? No. You're not Rose? Oh je. My precious little flower. My lily. Das wird nicht besser. Alter, wie groß ist das Ding? Let's get this over with. Okay. Du verrätst mir auch wie? Gibst mir einen heißen Tipp? Ich vermute mal das. Der schlägt und ich muss dann genau dann drücken. Halt bloß die Füße still, du Riesenviech. Lass die Krabbelfinger bei dir. Lass sie bei dir. Thank you.
Over here, kid. Please, mister, I need help. The monster, it's after me. Monster, you say? And what does this monster look like? Sir, there's no time. Hurry, we have to get out of here. It's okay, Richard. Why don't you take a moment to catch your breath? Do I know you, mister? Are you one of my stepfather's friends? No, kid. I'm not planning on making any friends here. I'm here just for you. What? No! Don't come any closer! Don't touch me! I'm sorry, kid. I know you tried to run, to hide. Get your hands off me! But as long as you're here, the beast will always find you. Richard. It was pretty overwhelming at first. Thomas being like me, but different somehow. I guess I don't have to tell you. Thomas? Who the hell are you? Beast. Oh. That's what he hunted. His whole life hiding, hoping they wouldn't find him. I gave him shelter. I gave him purpose. He could have been so much more. Instead, he chose to rot in this godforsaken place. I caught your scent, girl. You're him. Richard. I'm what's left of him. The bleeding wound. The sap drying on the stump. All because of her. Do I know you, child? You smell just like her. Like the girl who suffered because of you? The one you preyed upon? She came to me because she had nowhere else to go. Where was her father then? Where were you? Oh, shut up! Stop acting like you ever cared about her! She was the light of my life, the warmth of my soul. Your soul has rotted it away. There's barely anything left. No, it's just your sins. I almost feel sorry for you. You're nothing. I am, aren't I? He ripped me apart. He burned me down and left me in the dark. He's a fiend. A monster. This man... Thomas, what is he? He's the one who butchers the soul, the one who breaks it. But you, yes, I know you can set me free. I can feel it. Please, do it. You don't deserve it. You deserve nothing. Nothing. Do you hear me? Then give it to me. Please. To not exist. That's all I want. So be it. You think she'll ever forgive me? Will you? I'm not your judge. I'm just the ferryman.
Be gone. Richard. This time, it wasn't just a feeling, it was a memory. Had I been here before? Was I a part of the puzzle? This man, Thomas, was he a part of my own past? And then something clicked. That girl. It's me. But it looks like it was taken here, at Neva. The red house. Whatever it is, I can feel it out there. Like it's calling out to me. There. In the woods.